Fangen wir mit dem Einfachsten an. Der Klient kommt in die Praxis, ihm ist bewusst, dass er ein Trauma hatte und er ist mitten in der Traumaverarbeitung. Ja, da geht es zum Beispiel um Silke. Sie ist 41 Jahre alt, war früher schon mal bei mir zur Allergiebehandlung, die erfolgreich verlief. Und jetzt ist sie aktuell da, weil vor knapp einem Jahr sie etwas erlebt hat, was ihr völlig den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Sie war zum Tanz in den Mai mit ihrem Mann, ein fröhlicher, beschwingter Abend, und plötzlich bricht sie mitten auf der Tanzfläche bewusstlos zusammen. Der Notarzt wird gerufen, ist zum Glück auch schnell da. Sie kommt in die Klinik, ihr Mann begleitet sie, steht natürlich auch unter Schock. Und sie ist dort noch 2 Tage bewusstlos. In dieser Zeit wird sie operiert, bekommt einen Herzschrittmacher eingebaut. Und als sie dann wach wird, ist sie völlig orientierungslos, ohne Erinnerung an das, was geschehen ist. Entsetzt, verschreckt im wahrsten Sinne des Wortes. Langsam kommen alle Funktionen zum Glück wieder. Und nach ein paar Tagen wird sie dann entlassen, versucht zu Hause wieder Fuß zu fassen, aber sie ist nicht mehr die Alte. Das normale Vertrauen in das Leben, in die Zukunft, all das ist so einfach nicht mehr da. Sie hängt mit Gefühlen, Gedanken, Erinnerungen zurück, fragt sich, wie konnte es überhaupt alles passieren? Was bedeutet das für ihr Leben jetzt? Sie macht sich Gedanken um ihren Bruder, der vor 8 Jahren bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen war. Wahrscheinlich in selbstmörderischer Absicht. Also die ganzen Themen Leben, Tod, Sinn des Lebens, die beschäftigen sie sehr intensiv. Auch ihre Rolle als Mutter und das, was sie ungewollt sozusagen ihrer Familie angetan hat. Aber eigentlich hat sie ja gar nichts getan. Sie war ja Opfer dieser Situation. Ja. Das ist ja eine ganze Reihe von belastenden Situationen. Einmal der Zusammenbruch auf der Tanzfläche, dann der Krankenwagentransport, das Aufwachen im Krankenhaus. Kann man sagen, dass eins davon die Traumareaktion ausgelöst hat? Oder ist es in diesem Fall war es wirklich eine Kette von traumatischen Erfahrungen, einen Schlag nach dem anderen. Ja, dieser Zusammenbruch, das Aufwachen ohne Erinnerung, ohne Bewusstsein, was ist überhaupt mit mir los? Auch festzustellen, ich kann erstmal noch nicht sprechen, ich kann diese und jene Bewegung nicht machen. Das ist schon sehr, sehr beängstigend gewesen. Und bis hin eben auch zur Begegnung dann wieder mit Mann und Familie. Mhm. Das ist eine ganze Kette, die sie jetzt aufarbeiten möchte. Ja,